Über unsere Freunde. Freunde, ja, das nennst du eine Freundin. Hat sie heute schon ihr Quantum-Zynismus verspritzt? Für einen Einlauf wird's noch reichen, Herr Doktor. Oh mein Gott! Lass den lieben Gott aus dem Spiel. Du kommst nicht in den Himmel. Du passt ja nicht mal durchs Ozonloch. Und wenn Herr Doktor seinen Gästen noch was zu sagen hat, dann wäre jetzt der beste Zeitpunkt. Ja? Die sind nämlich alle am Einschlafen. Willst du nicht wenigstens Dankeschön sagen? Das erwarten sie von dir. Bitte, sie erwarten eine Rede. Also kriegen sie eine Rede. Und zwar eine, die sie so schnell nicht vergessen werden. Ich steig auf, ich bin weg, ich bin raus. Ich brauche euch nicht. Ich fange ein ganz neues Leben an. Und das, Patricia, ohne dich. Was hat er denn gesagt, Pat? Dass er nach Oregon zieht. Will er Holzfäller werden? Nein, er will dort eine Praxis aufmachen mit Susan. Da hat sich das Medizinstudium ja richtig gelohnt. Ich bin zwar kein Proktologe, aber ich erkenne ein Arschloch, wenn ich es sehe. So? Was? Ihre Tochter hat mir erzählt, dass Sie ein Geschäft führen. Ein Antiquitätengeschäft. Ja, stimmt. Das finde ich sehr interessant. Ja. Aber ich muss jetzt gehen und Sie haben ja sicher auch was zu tun. Ich? Nein. Nein? Dann sehen wir uns wieder. Oh, ich... Die Sache ist, ich würde mich gerne ein bisschen mehr mit Ihnen unterhalten. Wie wär's denn mit heute Abend? Oh, ich da kann ich gar nicht. Ich bin mit meiner Freundin verabredet. Gut, dann morgen. Mr. Green, ich glaube wirklich nicht, morgen dass Abend, ich... Morgen Abend, 17:30 hier. Wieso nicht? Ja, weil er könnte mein Sohn sein. Was soll ich denn mit ihm anfangen? Ach, wenn wir ein bisschen nachdenken, fällt uns sicher etwas. Und Geraldine, stell dir mal vor, was die Leute sagen. Der junge Mann lüftet seine Oma aus. Bist du verrückt? Alle Frauen würden dich beneiden. Sie würden sagen, los, Mädchen, hol es dir. Haja, haja. Was hast du zu verlieren? Mr. Green, Sie vergessen, ich war schon lange nicht mehr auf dem Markt. Ich weiß gar nicht mehr, wie man sowas macht. Bleiben Sie einfach so, wie Sie sind. Ja, Sie mögen ja auch Antiquitäten. Ja. Ja, du lieber Himmel, er hat mich eingeladen und ich habe zugesagt. Sag mal, spinnst du? Merkst du nicht, wie absurd das ist? Er ist ein Kind im Vergleich zu dir. Wenn überhaupt, dann hätte ich mit ihm ausgehen müssen. Und das hätte ich vielleicht auch getan. Hast du vergessen, wie alt du bist? Nein, aber du wirst es mir sicher gleich sagen. Du könntest seine Mutter sein. Ja, dann wärst du seine Schwester. Mein Wagen steht vor der Tür. Können wir sie irgendwo mitnehmen? Ja! Oh nein, ich wäre schon glücklich, wenn ich hinter dem Wagen herlaufen darf. Oh mein Gott. Ich glaube, ich verliere den Verstand. Du verlässt mich wegen eines 29-jährigen Flittchens und es ist entwürdigend, wenn ich mit einem jungen Mann nur mal ausgehe. Ich versuche nur, dir klarzumachen, welche Probleme auf dich zukommen werden. Und ich wäre dankbar, wenn du Susan nicht als Flittchen bezeichnen würdest. Was in deinem testosteronüberfluteten Gehirn lässt sich annehmen, dass der Hahn darf, aber die Henne nicht. Oh Gott. Ich bin immer noch dein Ehehahn. Ehemann. Und irgendwann wird der Zeitpunkt kommen, an dem man dich für ein jüngeres Flittchen verlässt. Ha! Oh, warte, das ist doch ganz was anderes! Ich hab dir gesagt, ich war verzweifelt. Ach so, und aus Verzweiflung bist du ins Wasser gesprungen, um ans rettende Ufer zu schwimmen. Und, hast du es erreicht? Ja, ich glaube schon. Gut, jetzt gehe ich schwimmen. Donna, du bist eine wahnsinnig attraktive junge Frau und ich mag dich. Du bist erfolgreich, ja, aber es ist doch was Schönes. Und die Sache zwischen deiner Mutter und mir, Donna und Mom. Hallo, Mutter. Pat, ich kann dir das erklären. Das ist wirklich nur, Donna! Schatz! Ja, Schnaps, Schatz. Guten Abend, die Herren.
Na dann! Ja, Pat, du bist ja wieder... Oh, es ist nichts passiert! Der Boden hat den Sturz abgefangen! Bravo, du bist... Pat, du bist zurückgekommen! Ich brauche immer noch ein Zimmer. Ich hab auch noch ein Zimmer frei. Wo ist denn eigentlich mein Schnitzel? Ruhe! Mama, was sagst du denn dazu? Mein Taxi ist da. See the girl with the diamonds.